wollen Sie denn hin? Wo fahren Sie denn hin? Es ist Ihnen egal, wohin Sie fahren. Ziemlich. Was haben Sie sich denn für eine merkwürdige Stelle ausgesucht, um Autos anzuhalten? Ein Typ hat mich mitgenommen. Er wollte zudringlich werden. Da habe ich gesagt, mit mir nicht. Da ließ er mich aussteigen. Hier, die Rache des feinen Mannes. Nehmen Sie mir das Ding mal her. Danke. Ihre Kalt. Ui, als hätten Sie im Kühlschrank gesteckt. Hab ich mir auch vor. Auftaue. Wohin fahren Sie denn nun? Mitten aufs Land. Ungefähr noch 30 Kilometer. Bis dahin kann ich Sie allerdings nicht mitnehmen. Setzen Sie mich irgendwo vorher ab, aber möglichst vor einem Gasthaus. Vielleicht kriege ich noch irgendwo ein Zimmer. Mach ich. Sagt, dass ich Sie irgendwann mal verfolgen würde? Ja, das haben Sie gesagt. Ich erinnere mich. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Halten Sie im nächsten Dorf, da ist ein Gasthof. Der heißt Altwirt. Kenne ich. Ich habe aber nicht viel Zeit. Ich auch nicht. Steigen Sie aus, gehen Sie hinein und warten Sie auf mich. Ende. Ist gut, dass Sie nicht dazwischen gesprochen haben. Ich darf nämlich niemanden mitnehmen. Warum haben Sie es dann getan? Ich kann mir so einsam und verlassen. Ich steig dann aus. Ich möchte aber nicht, dass man es sieht. Nur ein paar Minuten. Das Gepäck können Sie drin lassen. Gehen Sie einfach schon los, ich pick Sie wieder auf. Moment mal. Dass Sie mir nicht verloren gehen. Das wäre nämlich irre schade. Es wäre toll, wenn Sie das gleiche Gefühl hätten. Bis nachher.
Bier, bitte. Nein, lieber einen Kaffee. Ich komme gleich wieder. Sind das für Leute? Das ist ja unangenehm, sagt der Herr Wolf. Das Ministerium ist verständigt worden, anonym. Die Herren wollen die Ladung überprüfen. Zunächst mal, warum kommen Sie um diese Zeit? Die Deponie ist längst geschlossen. Warum kommen Sie bei Dunkelheit? Herr Minger weiß doch Bescheid. Ich habe es den Herren ja schon erklärt, dass die Transportkapazitäten nicht ausreichen und dass ich als Deponiechef in solchen Fällen, also in Ausnahmefällen, weil ich ja direkt hier neben der Deponie wohne, ne? Dass ich dann schon mal sage, macht nichts, dann machen wir auch nachts mal auf. Was ist denn eigentlich los? Ein junger Mann ist hier reingegangen, hat sich hier mit einer Frau getroffen. Mit einer Frau? Ja, ein junger Mann mit einer Lederjacke. Ja, so einer war hier. Er hat sich aber nicht mit einer Frau getroffen. Er hat einen Kaffee getrunken und ist weggegangen. Der ist mir davongefahren. Der hat noch meine Tasche in seinem Auto. Da ist alles drin, Geld, Ausweise, alles. Was sollen denn Sie auf Ihren Wagen? Ja, was ich immer fahre. Hier. Auf. Dünnschlemmen, Fässern, diverse Sende, Farbtöpfe, Putzlappen, Rückstände, Schüttgut. Mit Prüfungsnummer nach Analysen. Wissen Sie, was ich glaube? Ihr anonymer Anrufer kommt aus den Kreisen der Konkurrenz. Dann wollen wir uns doch mal davon überzeugen, was wirklich auf dem Wagen ist. Abladen! Abladen! Er fährt nur zur Aushilfe, studiert eigentlich Philosophie. Philosophie? Wer weiß, was der für eine Art Philosophie gemeint hat. Sie können hier übernachten. Morgen gehen Sie zur Polizei. Danke. Haben Sie schon was gegessen? Wollen Sie mir vielleicht jetzt auch noch was zu essen geben? Ich habe kein Geld. Meine Philosophie ist, es ginge viel besser in der Welt zu, wenn alle genug zu essen hätten. Das trifft sich gut bei meinem Hunger. Alles in Ordnung, keine Beanstandung. Wir sind anscheinend doch in der Vollmüllabsicht. Wo ist denn hier das nächste Gasthaus, dass man sich aufwärmen kann? Fahren Sie nach München? So schnell wie möglich. Da gibt es ein Altwirt, das ist direkt an der Straße. Danke, gute Nacht. Sagen Sie, was kann ich denn gegen den anonymen Anrufer unternehmen? Was wollen Sie gegen einen anonymen Anrufer unternehmen? Na ja, Anzeige statt gegen Unbekannt. Ende. Abschalten. Ihr werdet übernachten, ich wiederhole. Abschalten. Vergabt euch schließlich kein Gift. Das haben wir ja festgestellt. Das ist mal um Haaresbreite. Als ich den Wagen sah, da dachte ich, jetzt ist aus, alles aus. Da wollte doch ein anderer kommen.
steig ein. Was ist denn los? Der andere Wagen muss. Welcher andere Wagen? Der, den wir gerade noch abfangen konnten. Ach so. Ich bin heute Abend schon 1000 Tode gestorben. Du fährst den Wagen und entlädst die Ladung. Das Zeug muss weg. Wir können doch die Ladung nicht wieder zurücknehmen. Ja, die ganze Gegend ist aufgescheucht. Dann wartest du eben ein bisschen, bevor du abkippst. Natürlich muss die Ladung weg, aber es muss auch abgedeckt werden. Der Schlüssel steckt. Hier liegt noch was. Was denn? Ein Sack oder irgend sowas. Na komm, gib mal runter. Wem gehört denn das? Weiß ich doch nicht. Pech gehabt. Brauchen wir nichts machen. So, die Quittung bitte. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht dir. Zimmer 3. Danke. Sie können unbesorgt hochgehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich klopf nicht an Ihre Tür. Was ist denn? Ich bin's. Ich muss doch klopfen. Aber das hat seinen Grund. Sagen Sie ihn! Ich glaube, ich habe Ihre Tasche gefunden. Ist sie das? Ja, wo war sie? Vor der Haustür. Entschuldigen Sie bitte, ich hab eben gehört, dass Sie von der Kriminalpolizei sind. Ja, Zahlen bitte. Ich hätte eine Frage. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe? Rein bürokratisch? Ich meine, erledigen Sie nur das, was man das Notwendigste nennt? Oder ist mit Ihrer Arbeit auch Engagement verbunden, sowas wie innere Anteilnahme? Sind Sie von der Presse? Machen Sie mit mir ein Interview? Das sind Fragen, die ich mir grundsätzlich stelle. Das hat nicht nur mit der Polizei zu tun, aber auch mit der Polizei. Hm. Man sieht nur Tätigkeiten ringsum. Die reine Tätigkeit als Hauptsache des Lebens. Persönliches Schicksal spielt dabei überhaupt keine Rolle. Keine große Rolle. Niemand, der sich zur Anteilnahme verpflichtet fühlt, weil Anteilnahme unbequem ist. Hören Sie einer Sekte? Ja, wahrscheinlich werde ich eine gründen um meine Frage herum. Wie viel Mitleid verdient der Mensch eigentlich? Verdient er es überhaupt? Was für einen Grund haben Sie, mich das zu fragen? Geben Sie her. Möchten Sie? Nein, vielen Dank. Ich meine, Sie fragen das doch nicht bloß so, oder? Ich habe jemanden vermisst gemeldet. Vor 2 Wochen. Was passiert? Überhaupt nichts. Nur ein paar Tätigkeiten, die ringsum in Gang gesetzt worden sind. Wen haben Sie vermisst gemeldet? Ein junger Mann, der einen Lastwagen fuhr und mich nachts auf einer Landstraße ein Stück mitgenommen hat. Wir hatten ein Gespräch miteinander von höchstens 10 Minuten. Und dieser junge Mann, dieser LKW-Fahrer, was ist mit ihm passiert? Er ist verschwunden. Ich weiß seinen Namen, ich weiß, dass er studiert, ich habe mir seine Adresse besorgt. Er taucht einfach nicht mehr wieder auf.
Wo haben Sie die Meldung abgegeben? Ordnungsgemäß, Polizeiinspektion 1. Mhm. Nein, danke. Ja, ich muss ins Präsidium. Wenn ich Sie jetzt hier stehen lasse, dann bin ich in Ihren Augen wahrscheinlich auch jemand, der kein Mitgefühl hat. Was ich mir eigentlich nicht vorwerfen lassen möchte. Also wenn Sie wollen, begleiten Sie mich, erzählen Sie mir, was Ihnen passiert ist. Was hatten Sie denn? Ein Kaffee. Na also. Wenn ich jetzt nämlich hier sitzen bleibe, dann zweifeln die im Präsidium auf mich warten, an meinem persönlichen Engagement kommen. Und die Tasche, wo stand sie? Vor dem Gasthof abgestellt, auf der Erde. Und weit und breit kein Mensch zu sehen. Da ist was passiert. Irgendetwas ist passiert. Muss passiert sein. Am nächsten Tag bin ich zurück nach München. Besten Dank. Auf der Polizeiinspektion hat man alles in die Wege geleitet. Mal, was ist denn? Unser Freund ist da. Kann ich ihn reinbringen? Ja, bring ihn rein. Man hat alles getan, was man in vermissten Fällen tut. Bis jetzt leider ohne Ergebnis. Tut mir wirklich sehr leid. Vielen Dank. Sie müssen mich ja damit ruhigen Gewissen wieder auf die Straße schicken. Na, Moment. Nun geben Sie mir mal die Adresse des jungen Mannes. Kommen Sie, hier ist was gespeichert. Jetzt habe ich Sie provoziert, ne? Ja, das haben Sie. Wie lange habe ich denn hier noch zu tun, Harry? Ich schätze so 2 Stunden. Mhm. So, hier. Also gut, dann sagen wir mal 4 vor der Wohnung des jungen Mannes. Prima, wiederschauen. Wiederschauen. Ja. Nee, nicht doch. Nicht gleich auf meinen Platz. Setz dich mal da hin. Okay. Entschuldigen Sie, es ist etwas später geworden. Das macht nichts, Frau Hauff weiß schon Bescheid. Ah ja. Der Herr von der Polizei? Ja, das ist er. Guten Tag. Tja. Vielleicht haben Sie doch etwas übersehen. Nein, ich habe alles durchgesehen. Hier in dieser Schublade ist alles drin. Seine persönlichen Papiere, Unterlagen, hier ist sein Ausweis. Seine Zeugnisse, Familienbuch, seine Eltern sind seit Jahren tot, manchmal schreibt ihm sein Onkel. Ach, da sind die Briefe hier, ich habe sie alle gelesen und sein Tagebuch mit ein paar sehr persönlichen Bemerkungen. Das Wichtigste, wir brauchen die Firma, für die er gefahren ist. Jetzt denken Sie mal genau nach. Als der LKW gehalten hat, was haben Sie da gesehen? Da stand da was drauf. Wo wollen Sie denn hin? Wo fahren Sie denn hin? Sie sind gut. Es ist Ihnen denn egal, wohin Sie fahren? Ziemlich. Geben Sie mir das Ding mal her. Wohin fuhr er? Was fuhr er? Hat er irgendwas gesagt? Er fragte mich: Wohin fahren Sie? Ich sagte ihm, dass es mir ganz egal sei, worauf er sich wunderte und sagte: Ist Wandern Ihr Hauptberuf? Worauf ich ihm sagte: Wandern wir nicht alle? Worauf er sagte: Aber im Gegensatz zu Ihnen weiß ich genau, wohin. Ich fragte ihn: Wohin fahren Sie? Er sagte mir: Mitten aufs Land. Ungefähr 30 Kilometer. Bis dahin kann ich Sie allerdings nicht mitnehmen. Und, wann kam die Stimme aus dem Lautsprecher? Kurz danach. Und diese Frauenstimme, die meldete sich: Hier ist Blauer Engel 1. Der Kaffee. Bitte. Ja, danke. Sind das die Karten? Ja. Werden Sie den Jungen auch finden? Jetzt verderbe ich ihn ins Wochenende, nicht wahr? Machen Sie sich keine Sorgen. Da ist die Stelle, wo ich ihn... Nein, doch nicht. Warum waren Sie überhaupt unterwegs? Geht es Ihnen nicht auch manchmal so, dass Sie jede Lust verlieren? Woran? An allem. Sie anfangen, immer wieder dasselbe zu denken.
Da! Da ist die Stelle, wo ich ihn angehalten habe. Wo wollen Sie denn hin? Wo fahren Sie denn hin? Sie sind gut. Es ist Ihnen denn egal, wohin Sie fahren? Ziemlich. Darf ich einsteigen? Geben Sie mir das Ding mal her. Also hier. Und was hat er gesagt? Man darf nicht sehen, dass ich jemanden bei mir habe. Ich darf nämlich niemanden mitnehmen. Wenn ich im Gasthof bin, dann gehen Sie ganz langsam die Straße hinunter. Es dauert nicht lang. Nur ein paar Minuten. Das Gepäck können Sie drin lassen. Damit Sie mir nicht verloren gehen. Ja, das ist der Wirt, der hat die Tasche gefunden. Guten Tag. Guten Tag. Das ist ein Herr von der Polizei. Der hält mich sicher für nicht ganz normal, weil ich mir Gedanken mache. Ja, Ihre Hartnäckigkeit ist erstaunlich. Polizisten haben Sie auch gleich mitgebracht. Na, ich glaube, wir setzen uns erstmal. Wir sollten was trinken. Was trinken wir denn? Ich trinke ein Bier. Sie sollen ein Bier haben, ja. Was trinken Sie? Also ich möchte lieber einen Kaffee. Also zwei Kaffee und Ihr Bier. Danke. Sagen Sie mal, haben Sie eine Karte von dieser Gegend hier? Möglichst kleiner Maßstab. Eine Wanderkarte? Mitten auf dem Land. Das gibt's aber hier oft. Was für Lastwagen fahren hier vorbei? Auch hier wird eine Menge transportiert. Holz, Steine. Baustoffe, Milch und Vieh. Hm. Wird ja wohl kaum Kühe transportiert haben. Nee, das wird man ja riechen. Die Fahrer stinken ja noch nach Kuhmist, wenn sie hier reinkommen. Gerochen haben sie nichts. Doch, es roch. Ich erinnere mich, es roch streng, irgendwie penetrant. Müll? Hier ist irgendwo eine Deponie, mitten auf dem Land. Deponie? Das ist nicht schlecht. Aber die ist da nachts geschlossen. Schrecklich. Was ist schrecklich? Ich habe noch nie eine Deponie gesehen. Als wäre die ganze Welt nichts als Abfall. Vielleicht wird sie immer so aussehen, die Erde. Nichts ist ein stinkender Abfallhaufen. Hier muss es doch irgendwo eine Deponieverwaltung geben. Da werden ja Listen geführt. Abladelisten. Kommen Sie. Wollen lieber. Was empfinden Sie, wenn Sie sowas sehen? Irgendwo muss der Müll ja hin. Guten Tag.
Hier ist doch die Deponieverwaltung. Mein Mann ist nicht da. Ach, Ihr Mann ist der... Deponiechef. Aha. Aber das Büro ist am Wochenende geschlossen. Sie müssen werktags kommen. Sagen Sie, Ihr Mann ist... wo ist er? Er ist in München. Weiß nicht, wann er kommt. Hm. Was wollen Sie denn von ihm? Ach, nichts an sich. Ich möchte gerne eine Auskunft haben. Wie von der Kriminalpolizei und... Kriminalpolizei? Ja, bitte, kommen Sie doch rein. Danke. Worum geht's denn? Da, bitte, wollen Sie sich nicht sitzen? Danke sehr. Wie gesagt, ich brauche eine Auskunft über einen jungen Mann, einen LKW-Fahrer, der diese Deponie vor etwa, waren Sie mal, so 14 Tagen möglicherweise beliefert hat. Ach so. Ja, darüber kann ich nichts sagen. Tut mir leid. Moment. Entschuldigen Sie. Andreas? Polizei ist da. Die Polizei? Ja, zwei Leute. Die warten da drin. Ja, was wollen die? Was weiß ich? Weißt du es nicht? Ja, die müssen doch gesagt haben, was sie wollen. Nach einem jungen Mann fragen sie. Was für ein junger Mann? Einem Lastwagenfahrer. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind von der Polizei? Ja, mein Name ist Derek. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie auch von der Polizei? Nein, das ist Fräulein Diebach. Sie ist Studentin. Studentin, ja. Dann, entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich wasche mir nur die Hände. Kleinen ja, Moment. Entschuldigen Sie mich. Was ist denn mit dem jungen Mann? Misch dich da nicht ein. Ob die uns vergessen haben? Im Gegenteil. So, da bin ich wieder. Was gibt es denn? Herr Minge, kennen Sie diesen jungen Mann? Darf ich mal ans Licht treten? Ja, natürlich. Ja, den kenne ich. Das ist ein Fahrer, der hier manchmal Müll anliefert. Was ist mit dem Mann? Der ist seit 14 Tagen verschwunden. Verschwunden? Und zwar nach einer Fahrt zu dieser Deponie. Führen Sie Bücher über die Transporte? Ja. Aber vielleicht gehen wir am besten in mein Büro rüber, ja? Okay. So, bitte. Vor 14 Tagen, sagen Sie? Am 12. abends. Ach, ja, am 12. Das werden wir gleich haben. Wir haben ja alle Transporte hier. Haben Sie den Namen des Fahrers? Michael Rothaupt. Ah ja, hier, das ist er, ja. Das war ein Transport, der ziemlich spät abends kam, was nicht die Regel ist. Aber ich wohne ja nun direkt gegenüber hier und da lassen wir die Transporte schon mal durch, denn wenn wir darum gebeten werden. Ja, das ist seine Unterschrift, ne? Entschuldigung. Ja, das ist sie. Und die Firma, für die er gefahren ist? Ja, das ist die Molltrans, mit der haben wir einen Vertrag. Danke. Sagen Sie, haben Sie vielleicht irgendwo ein Stückchen Papier? Ich möchte mir gerne die Adresse und die Telefonnummer notieren. Ja, einen Augenblick. Danke sehr, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte Ihnen behilflich sein. Vielleicht halten Sie mich auf dem Laufenden, ja. Das würde mich sehr interessieren, was mit dem jungen Mann geworden ist. Nein, das tun wir sicher.
Na? Alles gut gegangen? Was ist los? Was willst du? Du müsstest dich sehen können. Du bist ja bleich wie der Tod. Halt die Schnauze. Elena, bist du allein? Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Er hat mich doch angestarrt, als wäre ich ein Gespenst. Allerdings. Aber er hat mich doch noch nie gesehen. Wer weiß, vielleicht doch. Aber wo? Ja. Wo und wann? Jetzt kriege ich allmählich ein schlechtes Gewissen. Erst verderbe ich ins Wochenende und jetzt laden Sie mich noch zum Essen ein. Sagen Sie, dieser Seesack, der da vor Ihrer Tür stand. Ja. War der verschlossen? Moment. Ich meine, war er zugebunden, verknotet oder war er offen? Ja, der war die Enden so einmal umeinander. Ne? Mhm. Und Sie, wie verschließen Sie Ihren Seesack? Ich verknote ihn immer ganz fest, damit, wenn er mal umfällt, nicht alles rausfällt. War da Ihr Ausweis drin? Ja. Und in jedem Ausweis ist, wie wir alle wissen, ein Foto. Aber wie soll dieser Mülldirektor an meinen Seesack gekommen sein? Wenn ich das wüsste, aber nehmen wir einmal an, er wäre, dann hätte er sie natürlich wiedererkennen können nach dem Passbild. Denn irgendjemand muss den Sack ja aufgemacht haben. Und wenn es Rothaupt gewesen wäre, hätte er sich einen Zettel reingelegt mit einem Gruß oder irgendeiner Erklärung oder was rausgenommen, Geld zum Beispiel. Doch, doch. Also muss jemand anders als Rothaupt ihren Seesack geöffnet haben. Wieso, das war doch der Minge, haben Sie gesehen? Ja. Richtung München, von dort kam er doch gerade erst. Gerade ein bisschen hingelegt. Ich gehe heute ins Konzert. Was heißt, ich gehe nicht ins Konzert? Jetzt schreibt ihr erst einmal die Nummer auf. M wie München, Doppel A, 40, 78, 380 SE. Sowas kann ich mir doch merken. Der Mann am Steuer heißt Minge. Nee, ich will nur wissen, wohin er fährt. Aus welcher Richtung kommt er, sagst du? Ach, und schnell auch noch. Also sag mal, muss das denn sein? Weil, ich meine, ist es so wichtig? Es ist so wichtig, dass ich dir das ganze Konzert als Langspielplatte schenke. Erstes Klavierkonzert, Peter Tschaikowski, Opus 23, B-Moll. Irgendwie kriege ich plötzlich Angst. Sie finden das sicher komisch, ne? Moment mal, wohin fahren wir denn? Das ist doch nicht die Richtung nach München. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Frau Minge? Frau Minge? Frau Minge?
Frau Minge. Nichts. Moment. Frau Minge? Niemand ist da, alles steht offen. Vielleicht ist sie mit ihm nach München gefahren. Ach so, ja. Aber dann höchstens im Kofferraum. Jetzt friere ich plötzlich. Marion, kommen Sie bitte mal. Das Ding da, das stand da vorhin noch nicht da. Der Motor ist noch warm. Angst. Ich werde auf Sie aufpassen. Nein, das meine ich nicht. Ich habe Angst vor dem, was schon geschehen ist. Wir müssen es trotzdem herausfinden. Am liebsten würde ich aufgeben. Dazu ist es zu spät. Sie haben da etwas in Gang gesetzt. Was immer mit Michael Rothaupt passiert ist. Marion, es tut mir sehr leid, aber Sie werden es ertragen müssen. Was glauben Sie? Dass ich es herausfinden muss. Warten Sie mal einen Moment. Eine Kennzeichenüberprüfung. Xaver Cäsar 1. Du bist tot. Ich weiß es nicht, Marion. Sein Verschwinden kann auch einen ganz anderen Grund haben. Vielleicht liegt er auf den Bahamas, am Strand und sonst einen eisgekühlten Whisky in der linken, ein flottes Mädchen in der rechten und einen Koffer voll Geld im Hotelsafe. Marion, ich weiß es wirklich nicht. Moment mal.
Derek. Ja? Von Harry, ja. Ja, ich verstehe. Na, das ist ja fabelhaft. Grobmüller, Elena. Gut. Ich melde mich wieder. Ende. Marion. Unser Freund Minge, der ist mit völlig verdreckten Schuhen, hat er eine Dame besucht. Na also, Grobmüller Elena, da haben wir sie ja. So, jetzt sprechen Sie mal ein paar Worte mit der Dame. Warum denn? Ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht erkennen Sie Ihre Stimme. Ihre Stimme? Ja, Ihre Stimme. Aus dem Lautsprecher im LKW. Fragen Sie einfach noch Theo. Moment. So, da ist er. Hallo. Kann ich bitte den Theo sprechen? Aber er hat gesagt, bei Ihnen könnte ich ihn erreichen. Was haben Sie denn für eine Nummer? Oh, da verzeihen Sie, dann wahrscheinlich habe ich mich dann verwählt. Wieder schon. Na? Ich könnte wetten, das war Ihre Stimme. Alles klar. Dankeschön, wiederhören. Was ist das? Eindeutig gefälscht. Aha, danke. Der Herr? Ja. Hier ist der Termin, 10.30 Uhr, Dr. Schwede. Der Harry, vielen Dank. Sag mal, was machen wir denn mit ihr? Sie kommt mit. Herr Willi, schau mal nach, da muss irgendwo ein Rasierapparat rumliegen, ja? Ja, hoffentlich. Kannst du sie denn brauchen, meine ich? Hör mal, sie ist am Rand ihrer Nervenkraft. Kannst du sie doch nicht einfach hier sitzen lassen. Ja, du kannst das besser einschätzen. Willi, was ist mit dem Rasierapparat? Komm. Du sag mal, was ist denn das hier? Hab ich dir doch versprochen. Opus 23 B-Moll. Und die Rechnung bezahle ich. Oh. Und da ist der Rasierapparat wunderbar. Ja? Sie haben Verträge mit der chemischen Industrie zur Beseitigung des anfallenden Sondermülls. Ja, das ist richtig. Die Rückstände werden, selbstverständlich unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen, bis an die Küste transportiert, dort in Spezialschiffen auf die hohe See gebracht und dort entsprechend behandelt, verbrannt oder versenkt. In welcher Höhe bewegen sich die Kosten? In Millionenhöhe. Wollen Sie mir nur nicht sagen, weswegen Sie gekommen sind? Warten Sie bitte einen Moment. Da. Bitte? Moltrans? Es wird nach einem unserer Fahrer gefragt. Einem Aushilfsfahrer namens... Rothaupt. Ja, wir haben ab und zu einen Studenten fahren lassen. Einen gewissen Rothaupt. Er hat seine Fahrt vor 14 Tagen das letzte Mal gemacht. Übrigens ordnungsgemäß. Ja, ich erinnere mich. Er war ein sehr zuverlässiger Fahrer. Ist was mit ihm? Er ist seitdem vermisst. Ach so, deshalb konnte ich ihn nicht erreichen. Was transportierte er? Gewöhnlichen Industriemüll. Dünnschlämme, Sende, Erde, Bauschutt. Farbtöpfe, Putzwolle. Solche Abfälle werden auf den üblichen Deponien entversorgt. Auf den Sondermüll etwa Hexastoffe oder Restbestände von TCDD nicht gelagert werden dürfen? Selbstverständlich nicht. Das wäre ganz und gar unzulässig und gegen das Gesetz. Thank you.
Kennen Sie den Deponiechef, Herrn Menge? Ja. Was wollte Menge gestern von Ihnen? Sie waren auch dabei, nicht? Was hat Sie drei denn so alarmiert? Etwa die Suche nach dem verschwundenen LKW-Fahrer? Nein. Was denn? Es ist so, dass wir ein sehr gutes Verhältnis zu Herrn Menge haben. Besonders Fräulein Gruppenmüller. Eine private Beziehung. Ja, ich bin mit der Menge... Oh, Verzeihung. Seit einiger Zeit befreundet. Ich verstehe, eine private Beziehung, die natürlich auch die geschäftliche interessanter macht. Was soll das heißen? Ja, das sollten Sie jetzt erklären. Nein, ich behaupte jetzt etwas. Ich behaupte, dass Sie beide Herrn Menge dazu gebracht haben, verbotenen Sondermüll anzunehmen, was ganz und gar unzulässig und gegen das Gesetz ist. Und ich behaupte, dass die eingesparten Gelder für den Transport auf See untereinander geteilt werden. Das ist eine infame Unterstellung, durch nichts zu beweisen. Das ist eine falsche Beschuldigung. Drinnen. Hat er was gesagt? Ja, er kam raus und fragte, warum stehen Sie da? Und sag ich, warten Sie es doch ab. Bitte kommen Sie, Marion. Wo ist Ihre Frau, Herr Menge? Meine Frau ist verreist. Die ist zu Verwandten gefahren. So eilig, dass sie dabei ihren Schuh verloren hat? Die ist verreist. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß es. Wir brauchen nur den Spuren der Planierraube zu folgen. Vor 14 Tagen erhielt das Ministerium einen anonymen Anruf. Die Herren, die sehen Sie dort, dass abends ein Transport mit Giftmüll erfolgen würde. Von diesem Anruf wurde der technische Leiter des Transportunternehmens im letzten Moment unterrichtet auf eine Weise, die wir noch klären müssen, aber wahrscheinlich liegt da Bestechung zugrunde. Nun war der Transport mit dem Giftmüll schon unterwegs. In aller Eile versuchte man ihn zu stoppen und schickte einen zweiten Transport los mit unverdächtigem Industriemüll. Mit einem Fahrer, der zuverlässig war und der mit Geld an der Sache beteiligt war. Dieser Fahrer... Ja, Sie sehen ihn da draußen. Der wurde inzwischen von den Herren des Ministeriums identifiziert und festgenommen. Was ist mit dem Studenten passiert? Ich hatte den Wagen zur Abkippe gefahren. Ich war noch sehr aufgeregt wegen der Überprüfung. Ich wusste ja nicht, dass der Wagen ausgetauscht worden war. War ja alles gut gegangen. Ich weiß noch genau, ich ging nach hinten.
Ich war fest entschlossen, die Polizei zu verständigen. Aber mir war hundeelend. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Mach keine Dummheiten. Wer ist da tot? Der Fahrer. Er war der anonyme Anrufer. Er hat uns beim Ministerium verpfiffen. Da war ich nicht mit. Kommt gar nicht in Frage. Damit habe ich nichts zu tun. Mit Mord habe ich nichts zu tun. Natürlich hast du damit zu tun. Jetzt hast du damit zu tun. Begreif doch endlich. Der Müll muss weg. Und der Tote. Begreif doch. Nichts passiert, wenn die Ladung verschwindet. Der Tote natürlich auch. Bleibt alles, wie es war. Oder nichts bleibt, wie es war. Du hast keine Wahl. Wer war's? Du? Ich will wissen, wer es war. Sonst mache ich nie mit. Er kommt. Ich ging zur Kippe zurück. Es war grauenvoll. Ich konnte nicht hinsehen. Mit dem Bagger haben sie dann den Toten begraben. Und wo? Wo? In diesem Müllhaufen da. Ich weiß nicht. Ich selbst werde ihn nicht wiederfinden. Und Ihre Frau? Würden Sie die auch nicht wiederfinden? Warum haben Sie Ihre Frau umgebracht? Sie haben es doch getan. Nachdem Sie weg waren, habe ich Frau Korbner angerufen. Ich war ziemlich runter mit den Nerven. Ich habe ihr gesagt, dass das Mädchen dabei war. Das Mädchen, das du kennst, du hast doch ihren Ausweis in der Hand gehabt. Ja, die. Mit jemandem von der Kriminalpolizei. Was mit dem Fahrer ist, der sei vermisst. Ja, Sie haben sich seine Unterschrift zeigen lassen. Nein. Ich habe nur das gesagt, was wir verabredet haben für solche Fälle. Er war da und ist wieder abgefahren. Nein, den finden Sie nicht mehr. Nicht mal ich würde den wiederfinden. Ja. Ja, ist ja gut. Sie werden ihn nie mehr finden? Das gehorcht? Das war's. Ich habe vor 14 Tagen nachts den Bagger gehört. Du warst es. Was redest du denn da?
Du hast recht. Da findet man niemanden mehr. Komm, trink. Ich muss nach München, Maria. Nein. Sag ich nein. Ich muss nach München. Du fährst nie mehr nach München. Ich fahre, und zwar jetzt. Wenn du fährst, telefoniere ich mit der Polizei. Fräulein Biber!